Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Longest Journey. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo sollen wir jetzt alles hin? Wir können zu der... Aber hier war nie... Er war nicht da, er war nicht da, der war auch nicht da, hier war nichts Neues. Also bleibt nur noch das und das hier. Versuchen wir es hier immer... die Sachen zu geben, damit... Was ist das? Unsichtbarkeitstrank. Kann ich es ihm geben? Nein. Was ist das? Federleicht? Ja. Okay. Auch nicht. Das Schiff kann ich auch nicht. Die Einzige, die es nehmen kann, sind wir. Ja, der Windtrank. Das haben wir schon mal probiert. Wir hatten das doch schon mal probiert. Oder wurde das erst getriggert, nachdem wir... Captain Nebeway? Mhm. Ich habe da etwas, das Sie brauchen. Was? Raus damit, Mädchen! Was ist es? Ach, nichts. Sie erinnern sich doch noch an unsere Abmachung. Ach ja! Was war das noch für eine Abmachung? Oh Gott. Wenn ich Rupert Klecks besiegt und den Wind befreit habe, wollten Sie mich nach Elais bringen. Ja, sicher. Am Tag, an dem ein Mädchen den mächtigen Alchemisten Clarks besiegt, heuere ich auch einen weiblichen Navigator an. Na, dann schauen Sie mal her. Beim Gleichgewicht, Mädchen, da hast du aber ein scharfes Zeug. Was ist das? Tyrrhenischer Gewürzwein? Das ist Wind. Passen Sie auf. Süßer Jan, ist das ein starker Wind? Da hast du aber einen mächtig starken Zauber, Mädchen. Und es gibt noch mehr davon. Willst du den nicht mit uns teilen? Mit diesem Zauber könnten wir in 0,0 in Gern sein, eine Ladung Äpfel bunkern und zurück sein, bevor die Konkurrenz Wind davon bekommt. Oh Gott. Gern, wenn Sie mich, wie versprochen, nach Elais bringen. Das Gleichgewicht sei verflucht. Frauen an Bord, wo kommen wir bloß hin? Bei Jal. Wenn du bis heute Nachmittag nicht wieder da bist, segeln wir ohne dich. Ohne meinen Windzauber werden Sie nicht weit kommen. Und wollten Sie nicht einen weiblichen Navigator anheuern? Verdammt! Du erinnerst dich wohl an jedes einzelne Wort von mir, Mädchen. Weißt du denn nicht, dass Jarl den Frauen verboten hat, mit Schiffen zu fahren? Was für sexistischer Blödsinn. Aber es ist Ihre Entscheidung. Ich habe den Wind in der Tasche. Sie sollten Frauen langsam mit etwas mehr Respekt behandeln. Mir gehen die Flüche aus, Mädchen. Ja, soll verdammt sein, aber ich brauche wirklich dringend einen Navigator. Schon gut, schon gut. Sei heute Nachmittag mit deinem Navigator hier. Ich habe den Lehren des betrunkenen Propheten Jarl ohnehin nie ernsthaft geglaubt. Warum haben wir dann das ganze Schwachsinn gemacht? Ach, egal. Für Jarl Musik gemacht und ja... Ich glaube, die ganze Zeit nicht daran, aber will keine Frauen, weil es ja... Flachpfeife. Gut, aber das könnte sein, dass Madame jetzt endlich anzutreffen ist. Und höchstwahrscheinlich immer im Inn. Verdammt. Ich wollte eigentlich zu der Frau gehen, also zu der Wirtin, und ihr die Karte geben und dass sie... Ja, keine Ahnung. Aber so geht's auch. Zum Glück waren wir zuerst beim Frau. Okay, scheiße. Eine blaue Frau. Keine große Sache nach allem, was ich mittlerweile gesehen habe. Blaue Frauen sind doch was Normales. Okay, rede mit dir. Entschuldigen Sie, Madame? Es tut mir leid, junge Frau, aber im Moment möchte ich mit niemandem reden. Ja, aber ich kann ihr doch nicht einfach die Karte in die Hand drücken. Madame?
Bitte lass mich in Ruhe. Ich möchte mit niemandem sprechen. Sag ihr, sind Sie Jagger Wind oder wie die heißt? Bitte entschuldigen Sie meine Neugier, Madam, aber sind Sie Tun Li? Genau. Ja, ich bin Tun Li. Ich habe eine Lieferung für Sie. Für dich. Ach, die Karte des Nordlands. Ich hatte schon fast vergessen, dass ich sie bestellt hatte. Es tut mir leid. Ich war schon vor einigen Tagen hier, aber du warst nicht da. Nein, nein, ich war auf der Suche nach Arbeit. Hab herzlichen Dank. Ich kann die Karte gebrauchen, wenn ich jetzt zu Fuß nach Khorasan muss. Warum musst du zu Fuß nach Khorasan? Warum bist du so niedergeschlagen? Bis später. Hier. Warum musst du zu Fuß nach Khorasan? Ich kann mir die Schiffsreise zur Feuerbucht nicht leisten. Und da ich weder Arbeit noch Aussicht darauf habe, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Mhm. Kommst du aus Khorasan? Kommst du aus Khorasan? Nein, ich stamme aus dem Südland. Ich war noch nie in Khorasan. Warum willst du dann dorthin? Weil man mir erzählt hat, dass die Kapitäne in Khorasan Frauen in ihre Mannschaft aufnehmen. Hier in Makuria tun sie es nicht. Das habe ich auch schon gehört. Aber du solltest nicht auswandern müssen, nur um Arbeit zu bekommen. Das ist ungerecht. Ob gerecht oder nicht, hier ist es Sitte. Und Sitten lassen sich nur schwer verändern. Und warum bist du so niedergeschlagen? Warum bist du so niedergeschlagen? Ist das so offensichtlich? Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht mit meiner schlechten Laune belasten. Ist schon in Ordnung. Es macht mir nichts aus. Ich würde dir gern helfen. Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst. Es sei denn, du bist Kapitän eines Schiffes und könntest mich als Navigator einstellen. Aber da du es nicht bist, kannst du mir auch nicht helfen. Aha, du bist Navigator. Das weißt du doch. Egal, es ist Navigatorin. Und wir sind zwar kein Captain, aber wir kennen einen Captain, der uns einen Gefallen schuldet. Und der, nachdem wir ihn überzeugt haben, einen weiblichen Navigator anheuern wird. Du bist Navigator? Ja, ich habe ein Patent, um es zu beweisen. Willst du es sehen? Nein, ich glaub dir. Und du suchst Arbeit? Die suche ich schon seit vielen Monaten. Aber die meisten Kapitäne wollen keine Frauen in der Besatzung. Also mache ich mich morgen früh auf nach Khorasan. Wenn du willst, hätte ich Arbeit für dich. Aber Moment. Bis später. Auf Wiedersehen. Bevor wir das machen, wir haben doch... Wo ist die Liste? Und unser Geld? Scheiße. Wenn du willst, hätte ich Arbeit für dich. Eine Arbeit? Als Navigator? Ja, auf der White Dragon. Wir laufen heute Nachmittag aus. Hast du Interesse? Meinst du das ernst? Ja, ich habe großes Interesse. Aber wird der Kapitän einen weiblichen Navigator akzeptieren? Das wird er. Denn wenn nicht, kommt er hier nicht weg. Pack einfach deine Sachen und geh zum Hafen. Sprich mit Captain Horatio Nebeway von der White Dragon. Sag ihm, dass ich dich schicke. Übrigens, ich heiße April Ryan. Vielen Dank, April. Ich bin Tun Li. Ich bin dir sehr dankbar. Wirst du mit uns fahren? Ja, also sehen wir uns an Bord. Vielen, vielen Dank. Okay. Gut. Wo war die Wirtin jetzt? Verschwinden alle Leute oder wie? Ich will mein Geld. Auch wenn wir keinen Bescheid mehr haben, das ist wohl verschwunden. Hier, rüber, hier. So, reden. Hast du die Karte für Tun Li bei ihr im Journeyman Inn abgeliefert? Ich habe die Karte schon lange abgeliefert. So? Na, dann kann ich dich endlich feuern. Du bist der unfähigste Bote, den ich je hatte. Gib mir die Lieferliste und verschwinde! Oh, ich glaube, die Liste habe ich weit weg von hier liegen lassen. Bei den Göttern. Du bist ja nicht nur unfähig, sondern du bringst mich auch noch bei der Gilde in Teufelsküche. Tja, Pech gehabt.
Das mich bis jetzt auch nie bezahlt. Erinnern Sie sich noch an mich? Leider. Er hat mich noch nie bezahlt. Also habe ich kein Problem damit. Wir haben seine Drecksarbeit gemacht. Geackert wie ein Gaul. Was ist hier los? Wo sind alle hin? Dann muss ich wieder Leute suchen. Im Tagebuch ist nichts Neues, nein. Verdammt, ein kleiner Hinweis könnte hier nicht schaden. Okay, beim Hafen waren wir ja gerade. Okay. Hier ist niemand. So. Bisschen schneller. Klopf an die Tür und wir sind weiter. Keiner zu Hause. Die sind alle weg. Gut, hier rein. Ein letztes Mal bei der Wirtin vorbei. Sie ist auch nicht hier. Gut. Hier gibt es ja nichts, was wir machen können. Der Typ sagt ja auch nichts Neues, oder? So. Himmel, du bist es schon. Auf Wiedersehen. Hm? Oh, ja, ja. Ja. Okay, im Moment ist hier niemand. Und zu finden haben wir niemand. Ist es vielleicht im Tempel? Aber der Tempel war vorhin ja auch geschlossen. Aber vielleicht sagt sie etwas Neues. Wir kommen rein. Okay. Interessant. Nach geplant. So, gut. Du bist von deiner Reise in den Norden zurückgekehrt. Ich bin erleichtert, dich wohl aufzusehen. Du hast dich um mich gesorgt? Das ist süß. Und weißt du was? Ich habe dem Alchemisten dort Saures gegeben. Ich wette, das hast du mir nicht zugetraut. Die Wette verlierst du. Ich wusste, dass du es kannst. Schließlich bist du... Mir macht die Unruhe im Westen Sorgen. Was für eine Unruhe? Was für eine Unruhe? Die Tyren und viele Neuerer haben vorgestern Abend die Stadt verlassen. Ich befürchte schlimme Zeiten. Du denkst doch nicht an Krieg? Doch. Der letzte Krieg mit den Tyren liegt fast zwei Zeitalter zurück. Doch blieb unser Verhältnis angespannt. Jetzt sind die Tyren von den Neuerern aufgestachelt. Sie dürsten nach Blut und Rache. Sie sind gewalttätig, ein ehrloses Volk und von der Aussicht auf einen heiligen Krieg leicht verführbar. Das ist ja schrecklich. Aber die Stadt ist doch vor ihnen sicher, oder? Sie ist groß, aber fast wehrlos.
Markuria lebt seit Jahrhunderten im Frieden. Die Menschen haben vergessen, wie man kämpft. Ich fürchte um unser aller Sicherheit, April. Okay, was hast du mit schließlich bist du gemeint? Was hast du mit schließlich bist du gemeint? Verzeih mir die früheren Vorbehalte, April. Ich hätte dir eher vertrauen müssen. Natürlich, aber womit? Mit der Wahrheit. Dass du diejenige bist, die uns 1000 Jahre lang behüten wird. Dass das Gleichgewicht in dir ist. Und du für die denkbar größte Verantwortung geboren bist. Du bist der nächste Hüter, April. Der 13. Hüter des Gleichgewichts. Nein, das kann nicht sein. Ich bin nicht euer Hüter. Und doch stimmt es. Ich hatte leider meine Zweifel. Ein schwerer Fehler. Aber es steht fest, dass du stärker im Gleichgewicht bist als alle vor dir. Verdammt, warum hat Cortez nichts davon gesagt? Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich wäre bestimmt nicht hergekommen. Vielleicht wusste er es nicht. Oder er hat es dir absichtlich verschwiegen. Aber ich sage es dir, weil du zu wertvoll bist, um hier zu bleiben. Du musst fortgehen. Ich möchte nicht fort. Ich breche heute Nachmittag nach Alais auf. Ich möchte nach Stark zurück. Wir sagen das hier. Ich breche heute Nachmittag nach Alais auf. Gut. Die Tyren sind kein Volk von Seefahrern. Die Inseln sind wohl der sicherste Ort für dich. Bevor du aufbrichst, möchte ich dir etwas aus der Enklave geben. Es liegt seit 10.000 Jahren dort. Aber Tobias, so etwas Altes und Wertvolles kann ich doch nicht annehmen. Es gehört dir aber schon. Die Väter haben es für den 13. Hüter aufbewahrt und jetzt bist du da. Bitte, nimm es. Für genau den 13.? Das ist der Talisman des Gleichgewichts. Kaum jemand kennt ihn. Er wird nur in der Schrift der Wiedervereinigung erwähnt, eine der 13 Schriften des Gleichgewichts. Wozu ist er gut? Die Schrift erwähnt seine Bestimmung nicht. Du musst sie selbst ergründen. Aber der Talisman gehört dir und wird dir gewiss helfen. Er besitzt sehr starke Magie. Danke, Tobias. Ich weiß das wirklich zu schätzen, auch wenn ich ihn ungern annehme. Du bist der Hüterkind. Dein Schicksal ist glanzvoll und schrecklich zugleich. Du darfst dich nicht abwenden. Aber ich vertraue dir, April. Das macht mir ja solche Angst. Was ist, wenn ich versage? Vertraue dem Gleichgewicht, April. Es wird dich beschützen. Und vertraue dir selbst. Viel Glück, April, und gute Reise. Wir sind also der Hüter. Das hatten wir, glaube ich, am Anfang schon vermutet. Okay, hier können wir nicht weitergehen. Was haben wir hier? Tagebucheintrag. Nächste Seite. Mittwochmorgen, 2. August 2209. Westrum Tobias meinte, ich sei der 13. Hüter und meine Bestimmung sei es, 1000 Jahre lang über das Gleichgewicht zu wachen. Sowas knallt man niemanden einfach ohne Vorwarnung hin. Ich meine, ich bin doch nur ein ganz normaler Mensch. Niemand hat mich bei meiner Geburt gesagt, du wirst 1000 Jahre in einem Turm im Nirgendwo verbringen. Und selbst dann hätte ich mich nur vielleicht an den Gedanken gewöhnen können. Es ist ungerecht. Ich habe ja nicht viele Freunde, aber ein paar schon. Und Familie. Wenn ich mit dem Hüterdasein fertig bin, wird keiner von ihnen mehr da sein. Nichts wird mehr sein, wie ich es kenne. Was soll ich denn dann machen? Was soll ich denn dann noch? Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, aber habe ich überhaupt eine Wahl? Hat irgendeiner von uns eine Wahl? Gute Frage, du weißt es nicht. Ich auch nicht. Komm, ein bisschen schneller. So, jetzt können wir aber weitergehen, oder? Und wir sind der Hüter, der neue Hüter. Und Cortez ist der rote Drache. Das haben wir in einem vorherigen Teil herausgefunden. Wir. Deshalb hilft er uns. Aber ich dachte immer... Also es wird immer ja so suggeriert, der rote Drache ist der böse Drache. Deshalb... Ah, da ist er ja. Endlich!
Wir sind startbereit und müssen auslaufen, bevor es zu spät wird. Es bleibt noch 6 bis 7 Stunden hell. Beeil dich, komm an Bord! Eigentlich wollte ich zuerst noch... Hatte ich schon erwähnt, wie sehr ich Wasser hasse? Nein. Na gut, erinnern Sie mich daran, es Ihnen gelegentlich zu erzählen. Ach, Kleines. Das wird schön. Schon schön. Kapitel 6. Der Turm des Chaos. Kotzt sie da gerade? Hilfe, mein Magen hat sich schon umgestülpt und mir ist immer noch schlecht. Moment mal, es ist eine Navigatorin, kein Steuermann. Tagebuch. 100 Jahre, Donnerstag. Spätnachmittag. Mittwochmorgen. Wir sind also schon einen Tag unterwegs. Ich fühle mich sterbenselend. Warum schaukelt dieses verfluchte Boot so? Kann nicht mehr richtig schreiben. Die haben doch Magie. Warum schaffen sie es nicht, Boote ruhig segeln zu lassen? So, bin wieder da. Jedenfalls sind wir gestern Abend in See gestochen. Blöder Ausdruck. Habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Das Ding nur geschaukelt, und dann das Essen an Bord. Fisch und Äpfel, nichts anderes. Oh, mir wird schon wieder schlecht, muss an die Luft. Wow. Ich bin mir nicht sicher, aber wer schreibt denn das dann so? Ungefähr so fühlt man sich, aber so schreibt man es nicht. Nur meine Meinung. Ein Apfelfass. Das Apfelfass. Es ist halb leer. Die Äpfel sind unser einziges Essen an Bord, wenn wir keine Fische fangen. Was mit Zitronen? Gegen Skorput und Vitaminmangel? Okay, wir können zur Brücke nach unten. Wir gehen zuerst nach unten. Und ich dachte, wir wären schnell wie der Wind. Was ist das? Mehlsack. Schreckliche Erfindung. Die ganze Nacht habe ich von einer Achterbahn geträumt. Und ich hasse Achterbahnen. Ja. Aber ich dachte, du hast kein Auge zugemacht. Hängematten. So, kommen wir ein bisschen vorwärts. Was haben wir hier? Truhe. Eine stabile, leere Holztruhe. Eine stabile... Okay, irgendetwas müssen wir da machen. Dann schaut ihr den Mehlsack an. Ein Mehlsack. Ja. Der Wurm nehmen. Ein Mehlsack. So, dann warten wir auf den Wurm. So, er ist mir entwischt. Ein Mehlsack. Ja. Ein großer, dicker Wurm. Ja, ja. So viel leicht. Da, Organikplastik. Du kannst mit dem Wurm kein Organikplastik? Ah. Okay. Ah. Ein klebriger Bonbon. Genau. Die andere Frage ist, warum machen wir das? Bonbonpapier. Ah, deshalb. Ja, ich habe einen Wurm gefangen. Und wozu soll der jetzt gut sein? Zum Angeln. Wenn ich so darüber nachdenke... Ich sehe aus wie ein echter Seebär. Ahoi, Captain. Ja, sehr schön. Und jetzt nach oben. Ich nehme an, wir müssen angeln.
Okay. Mir juckt die Nase. Schläfst du wieder auf Wache? Sturmfront im Westen! Hält auf uns zu! Ist eine Mörderfront! Ja, sei uns gnädig. Ein Chaossturm. Pech und Schwefel. Wo kommt der denn auf einmal her? Und was zieht ihn zu uns? Hoffentlich kommt er nicht auf die Idee, Frauen. Ändere den Kurs, Navigator! Wir müssen einen sicheren Hafen erreichen! Oh je, mir lief es eben eiskalt den Rücken runter. Okay, hier. So. Nee, nicht Quatsch. Was? Das Apfelfass. Okay. Weiß rein? Jim? Wer ist Jim? Jim? Niemanden? Igitt. Man wirft keinen abgegessenen Apfel ins Fass. Da haben wir einen schönen dicken. So, und jetzt, Wurm, du kriegst dein neues Zuhause. So. Da hast du, Kleiner. Friss dich rund und satt. Sehr gut. Oh, dieses Geklicke. So. Der Wurm fühlt sich bestimmt wie im Paradies. Dann iss mal. Ich kann nicht essen. Mir ist schlecht. Okay, dann. Moment. Das haben wir uns noch gar nicht angesehen. Der Talisman des Gleichgewichts. Tobias hat ihn mir anvertraut. Gut, dann geh mal nach oben. Ah, wir sehen sie jetzt mal von Namen. Was ist das? Eine Glaskugel, die magisch leuchtet. Könnte ein Kompass sein. Wahrscheinlich ein Kompass. Tun Li. So. Tun Li, die Navigatorin. Okay. Dann rede mit ihr. Tun, was ist los? Ein Sturm naht, April. Kein gewöhnlicher Sturm. Was meinst du mit kein gewöhnlicher Sturm? Was meinst du mit kein gewöhnlicher Sturm? Schau dir die Wolken an. Sehen die normal aus? Die Wolken sehen schon seltsam aus. Das ist ein Chaossturm. Ein schwerer, im magischen Strudel gefangener Sturm. Die werden von Magie angezogen wie Bienen vom Honig. Was weißt du über den Chaossturm? Was weißt du über Chaosstürme? Dass sie selten auftreten und Vorboten schrecklicher Ereignisse sind. Man sagt auch, die Herren des Chaos nutzen sie als Waffe gegen jene, die stark im Gleichgewicht sind. Oh, wow. Dann sind wir im Arsch. Können wir einem Chaossturm entkommen? Wenn wir rasch in einen Hafen einlaufen, vielleicht. Chaosstürme dauern höchstens eine Nacht. Und der hier ist noch weit weg. Aber er zieht schnell auf. Ich weiß nicht, April. Okay, wirst du mich morgen in Alais absetzen können? Wirst du mich morgen in Alais absetzen können? Ich fürchte, nein. Der Kapitän hat Südkurs angeordnet, damit wir nicht in die felsigen Untiefen vor den Inseln geraten. Wir sind 3 Tage von Guienne entfernt, aber wenn sich das Wetter noch bessert, ändert er vielleicht den Kurs. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, April. Er würde sein Schiff und seine Mannschaft für nichts und niemanden gefährden. Nicht mal für den Hüter. Ja. Du wirst meinen Zauber brauchen, um Wind in die Segel zu bekommen. Es scheint schon aufzubriesen. Nebewey braucht deinen Zauber nicht, April. Es tut mir leid. In Guienne findest du bestimmt ein Schiff, das dich zu den Inseln mitnimmt. Ich habe keine 3 Tage tun. Das Gleichgewicht lässt nach. Es tut mir leid, ich kann nichts machen. Ich habe eine Frage zu deinem Kompass. Gern. Ja, was ist das für eins? Was für einen Kompass benutzt du? Einen ganz normalen Richtkompass. Den benutzen wir, wenn wir nicht nach der Sonne oder den Sternen navigieren. Und was ist ein Richtkompass? Was ist ein Richtkompass?
Ich vergesse immer, dass du nicht mit dem Meer vertraut bist. So ein Richtkompass weist immer zum magischen Nordpol. Er ist besonders genau, wenn er nicht von einer Zauberquelle abgelenkt wird. Okay. Aber wir sind mehr oder weniger eine Zauberquelle. Wir sind der Hüter, also. Wird der Chaossturm den Richtkompass nicht ablenken? Vielleicht, wenn der Sturm uns einholt. Aber eigentlich kann nur ein starkes magisches Feld in unmittelbarer Nähe den Kompass ablenken. Wie zum Beispiel der Hüter? Wodurch wird der Richtkompass nochmal abgelenkt? Ein starkes magisches Feld in unmittelbarer Nähe zum Kompass. Okay. Danke, mehr brauche ich nicht zu wissen. Wir haben ja ein paar... Ich hoffe, du hast was von der Erkenntnis. Ja. Ich lass dich wieder arbeiten. Danke dir. Gut. Und somit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.